buddhistische Geschichten. Der König der Hirsche. Einst gab es einen majestätischen Hirsch. Die fünf irisierenden Farben, die sein Fell zum Leuchten brachten, hatten ihn zum König über hunderttausende anderer Hirsche gemacht. Eines Tages ging ein König auf die Jagd und schoss viele dieser edlen Tiere ab, was den König der Hirsche sehr traurig stimmte. Der Hirsch beschloss daher, dem König allein entgegenzugehen. Als er in die Stadt kam, in der der König lebte, sahen die Stadtbewohner das außergewöhnliche Säugetier und glaubten so sehr, dass es sich um ein himmlisches Tier handelte, dass sie es nicht wagten, ihm auch nur das geringste Leid zuzufügen. Als der Hirsch den König erreichte, verbeugte er sich und erinnerte ihn in Gedanken daran, dass alle fühlenden Wesen an ihrem eigenen Leben hängen. Dann fragte er ihn, um eine Einigung zu erzielen und weitere Massaker zu verhindern, wie viel Fleisch er benötige. "Gewiss, ich wäre glücklich, wenn ich jeden Tag einen Hirsch bekommen könnte. Wenn Sie meinen Wunsch erfüllen können, werde ich versuchen, mit dem Jagen aufzuhören." So begannen die Hirsche, jeden Tag einen ihrer Artgenossen in den Palast zu schicken, um ein weiteres Abschlachten zu vermeiden. Als eine trächtige Hirschkuh an der Reihe war, bat sie den König der Hirsche um einige Tage Aufschub, damit sie ihr Kitz zur Welt bringen konnte, bevor sie sich zum Wohle aller opfern würde. Der Hirschkönig schien einverstanden zu sein, aber da er nicht die Absicht hatte, eine junge Mutter in den Tod zu schicken, ging er selbst zum Palast. Der König war überrascht, ihn zu sehen, und wollte wissen, was geschehen war. Als er von seinem Opfer erfuhr, schämte er sich sehr, dass ein Hirsch so viel Mitgefühl und Edelmut zeigte, während er selbst nur daran dachte, wie er seinen Magen befriedigen konnte. Er beschloss daher, fortan kein Fleisch mehr zu essen, und verbot sogar die Jagd in seinem Königreich. So lebten die Menschen und die Hirsche in Frieden. Der Hirschkönig war eine der Existenzen von Buddha Shakyamuni, der die Menschen über das Wesen des Mitgefühls belehrte. Mitgefühl ist nicht einfach eine Idee oder ein Wort. Mitgefühl wächst in der Tat, in der Selbstaufopferung und in dem tiefen Wunsch, mit anderen die bestmöglichen Beziehungen aufzubauen. Die Sutras berichten, dass viel später die Angehörigen des Hirschvolks und des Königsvolks alle zu Schülern Buddhas wurden. Amitofo. Verband des wahren Herzens.